Und hier haben wir noch eine Fotografie von Adolf. Vom Abschlussball, die hängen wir mal da an die Wand. Ach, hör auf, was? Das ist ja wirklich eine Fotografie von Adolf im Anzug. Wie er abgeht, ganz allein auf der Tanzfläche, ohne Freunde und Freundin, wohlgemerkt. Okay, Schnucki ist hier draußen schon am Machen und Tun. Sie, was macht sie denn? Gartenpflegen, das heißt, sie gießt da auch schon automatisch. Das heißt, Gartenpflegen ist alles. Ich kenne mich ja nicht so aus, das ist ja alles neu für mich. Das ist doch Jungfrau, Unkraut, wollte ich sagen. Das ist doch Unkraut. So sieht doch kein Kohlkopf aus. So sieht irgendwie, das sieht aus wie der Kopf vom Nachrichtensprecher, wenn er gegen Wind quatscht. Kopfsalatpflanze. Seltenheit gewöhnt. Ja, was nochmal bitte? Infoanzeige. Infoanzeige. Diese willkürliche Infoanzeige. Das ist doch wohl nicht wahr. Willst du mich verarschen? Jetzt zeig doch mal diese blöde Infoanzeige an. Ich will doch nochmal gucken. So, Wachstumsstatus Spross. Naja gut, Qualität wunderbar. Ist ja schon mal toll. Und Schnucki muss sich dann aufmachen. Ich versuche mal im Supermarkt irgendwas in Richtung Falafel zu kriegen. Aber ich glaube nicht, dass wir da glücklich werden. Ansonsten gucke ich mal beim kleinen Korsen, ob wir da vielleicht Falafel kaufen und dann im anderen Restaurant verkaufen können. Das wäre natürlich opti-mopti, aber ich glaube nicht, dass das so funktionieren wird. So, da fährt sie schon, die Schnucklige. Einfach durch das Auto durch. Oh, und die Fahrgemeinschaft fährt in einer Stunde. Ach, naja, da kann sie auch selber von hier aus hindüsen, da brauchst du keine Fahrgemeinschaft. So, da bin ich ja aber mal gespannt. Was haben wir denn da? Käse, knutschender Gourami, Lachs, Patty, Hummer, Hochzeitstorte für immer, Braten, Plasmafrucht, infernaler Geburtstagskuchen, Johann von Engdinken, was ist denn das? Hallo? Kriegt man hier keine Infos darüber, was man da kauft? Ich möchte gerne eine Info. Hallo, Info, bitteschön. Rote Blumen, weiße Blumen, ein Steak, ein Braten, gelbe Blumen, Hummer, Knoblauch. Tja, ich glaube nicht, dass ich hier glücklich werde. Naja, was soll's? Kerze, Schummerlicht, super Schaumbad für 100 Simoleons. Ah ja, genau, Geburtstagskuchen kostet 30 Simoleons, ein ganzer geiler Kuchen. Und ein Schaumbad kostet mal eben 100 Simoleons. Natürlich. Schluck im Mund. Ja, das ist natürlich ein unvergessliches Erlebnis. Und da läuft auch Elaine Threepwood lang. Da hinten sehe ich gerade Larry Leffer. Und wir wollten aber ins Falafelland BZW. Wir wollten mal gucken, ob es da drüben vielleicht Falafel gibt in der verranzten Lausküche. Was haben wir denn hier? Ist das hier der... Ist das der? Hier essen. Allein. Drinks holen, allein. Ist ja ein bisschen blöd. Naja, dann, ich glaube, dann fahren wir mal zur Arbeit. Das hat doch keinen Wert. Ich glaube, dann müssen wir das Falafel leider auslassen. So ein Geraffel mit dem Falafel. Wo ist denn da? Ist ja, dann würde ich mal sagen, arbeiten wir mal ein bisschen. Bei Chef einschleimen. Viele Freunde wirst du dir mit den Schmeicheleien beim Chef wahrscheinlich nicht machen, aber für deine berufliche Zukunft lohnt es sich allemal. Super! Beim Chef einschleimen ist natürlich immer gut. So, hier schlafen sie gerade an der Luft. Das ist ja in Ordnung. Was macht denn der Taugenichts? Ach, der duscht immer noch. Okay, dann kann er vielleicht das Klo hier zu Ende bringen. Upgrade selbstreinigend. Ne, pass mal auf. Bevor wir Upgrade machen, machen wir mal Rede über die Übernahme der Weltherrschaft üben. Ich glaube, das gefällt dem kleinen Lümmel ganz gut. Da fühlt er sich in seinem Metier. Ach, Hausaufgaben. Ah, nee, sind zu 100% abgeschlossen. Die muss er nicht mehr machen. Gut. Dann duschst du mal zu Ende. Ach, das ist die Fahrgemeinschaft für Schnucki. Aber die ist ja schon beim Arbeiten. Ne, da müssen wir jetzt nicht mehr hin. So, gähnen kannst du später. Jetzt steht hier erstmal Wichtiges auf dem Programm. Mal gucken. Welki. Ich würde gerne die Welt beherrschen.
weil ich bin ein guter kleiner Mann. Ich habe ein großes Herz für mich selbst. Und außerdem kann ich ganz toll den Arm heben. Ja, so zum Beispiel. Und wer mich nicht wählt, wird auf mysteriöse Umstände verschwinden. Ansonsten verspreche ich gar nichts. Ihr müsst mir nur folgen. Und jeder, der mich wählt, bekommt einen Flummi. Einen schönen Flummi. Jeder weiß, dass Flummis etwas Schönes sind. So, ich lasse den mal quatschen. Ich glaube, der holt sich da Charisma, ne? Mir mit der Weltherrschaftsrede. Ach, da können wir ihm auch direkt mal so. Wenn ihr mich nicht wählt, dann macht das den kleinen Adolf traurig. Und wenn Adolf traurig wird, dann läuft er amok. Und der wollte doch nicht, dass Adolf traurig wird. Ist da gerade jemand? Ja, da ist gerade jemand. Okay, komm, dann gehen wir mal raus. Lass mal den Oppis mal duschen. So, wurden wir eben rausgescheucht. Das macht ja auch nichts. Dann... Ach, der muss ja auch mal dringend auf den Pott und so. Verdammt, was hat er denn hier? Züchter von Robokreatur... Nein, das war super. Züchter von Robokreaturen werden. Mann, den Park besuchen, so ein Scheiß. Robokreaturen. Adolf soll Robokreaturen züchtern. Züchtern. Was will er denn machen? Herbstsalat zubereiten? Naja, ich hoffe, der kann mit Salat ja nichts in Brand stecken eigentlich. Wobei ich mir da nie so sicher bin. So, ob es wird bestimmt mal ein bisschen brauchen. Machen wir nochmal. Ich glaube, ich mache auch gleich mal eine kleine Aufnahmepause. Haben wir wieder viel erlebt dieses Mal in der Rutsche. Und ich freue mich vor allen Dingen, dass Kunibert Gitarre lernt. Das macht irgendwie Spaß. So, wer ist da? Nee. Ach, da ist gerade nur irgendwer vorbeigekommen. Also, nicht vorbeigekommen, sondern einfach vorbeigefahren. Ich höre immer ein Autogeräusch. Und ist da? Ach, da war einfach ein Auto. Naja, gut. Ich dachte schon, ich werde hier langsam crazy. I go so crazy, baby. So, und der Adolf gönnt sich einen leckeren Salat, während der Oppis hier seine kleine Streichelblase entleert. Okay. Dann kann er sich hier eigentlich auch mal einen Teller nehmen. Und der Adolf kann anschließend benutzen und anschließend kann er auch mal schlafen gehen, weil es sich so schön anbietet. Böser Traum. So, Kunibert, wie sieht's denn mit dir aus? Du brauchst noch ein bisschen, naja gut, dann ja, überanstreng dich mal nicht. Kannst ja dann Gitarre spielen oder malen. Jetzt sind ja die Möglichkeiten mannigfaltig, was der Kunibert so machen kann. Jetzt ist er wieder ein bisschen mehr im Mittelpunkt da. Wurde ja schon gesagt, ach schade, dass der Kunibert so eine Randexistenz hat, weil er immer nur malt und malt und malt. Und jetzt kann er uns hier mit seiner Gitarre coole Songs bringen. Und wenn wir da noch ein paar Drums kaufen später und vielleicht nochmal ein Keyboard, mal gucken, was aus der lustigen Kapelle so wird. So, ich glaube, ich mache dann mal Pause, ne? Und wir sehen uns bestimmt gleich wieder bei der nächsten Aufnahme. Hier, im Moment, das Speichern machen wir wie immer gemeinsam. Das ist ja so total spannend. Speichern. Spannen, 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 spannen. Du, spannen, 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 spannen. 5 Minuten Speichervorgang. Ja, also wir sehen uns gleich wieder bei der nächsten Aufnahme. Und dann geht's hier frisch weiter mit den Schlömpels und bald bestimmt auch mal wieder bei den anderen. Aber bei denen hier ist es gerade so aufregend mit der Gitarre und allem. Oh, ich kann mich gar nicht zurückhalten. Ja. Auf jeden Fall, bis gleich dann. So, also bis gleich. Tschüss. So, und weiter geht's bei Sims 3. Die Lebensfreude, die kommt uns aus allen Poren zu den Ohren wieder raus. Und ich muss mich erstmal wieder reinfinden. Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, was los war. Hier auf jeden Fall mal die Pause raus. Und wo sind denn hier gerade alle? Ach Mensch, da sind sie ja. Ach, guck mal. Der Adolf, was hat denn der? Da muss ich mal gleich wieder gucken. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen, wie immer. Ist nicht wahr. Der Kunibert will sich jetzt tätowieren lassen. Was ist denn da los? Das ist ja voll der Rocker geworden, wa? Der fängt bald an mit Drogen und Alkohol und so ein Scheiß. So. Der Adolf ist auf jeden Fall super glücklich. Also so stelle ich mir den perfekten Adolf vor, sozusagen. Harndrang, dann pisst er sich ja bald ein. Energie ist auch schon ganz im Keller. Gut, pass auf, dann geh doch mal jetzt einfach mal hier schön die Wurst abkleistern und anschließend kannst du gerne mal
Wie spät ist es denn? 17 Uhr. Da müsste eigentlich noch ein bisschen aushalten, damit der morgen pünktlich wach ist. Aber weißt du was? Ich schicke den jetzt einfach so schon pennen. Ist mir doch nicht den Opa. Nein, jetzt. Was ist denn hier los? Ich hab grad doch da. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch. Ach, das ist gar nicht der Opa. Das ist hier nur. Ach, hier. Irgendwas wird da verziehen. Aha. Ich vergebe dir. Na, halt die Fresse. Ich geh erstmal schön strullern. So, gesagt, getan. Der Adolf geht strullern und jetzt mal schauen, was der Opa macht. Was macht denn der Opa? Der denkt hier gerade an Baseballetten. Baseballett, das ist auch eine schöne Idee. Natürlich hat der Adolf das Klo zerschossen, was auch sonst. Und weißt du was, wenn du schon mal dabei bist, kannst du hier gleich mal schön entstopfen. Ja, so witzig war das jetzt auch nicht. Geh das Scheiß... Mann, wieso drücke ich dauernd auf die Leertaste? Huch. Ja, mit der Leertaste wechselt man offenbar den Sim. Ach, das wusste ich auch nicht. Ich sollte mal den Daumen von der Leertaste nehmen, dann geht das bestimmt viel einfacher. Jetzt sollte Adolf aber auf jeden Fall das Klo erstmal schön... stopfen. Hallo? Nein, du gehst nicht pennen. Du wirst ja schön an der Schüssel rumfingern, damit das mal klar ist. Adolfchen, na los, hopp, hopp. Der Adolf will partout nicht hören, dieser ungezogene Bengel. Also na gut, dann wollen wir mal gucken. Ich probiere es nochmal. Entstopfen, mal gucken, was passiert. Nee, der macht immer gleich einen Override und geht gleich wieder pennen. Schlafen bis vollkommen ausgeruht. Na gut, und hier spielt gerade irgendwie... Ah, ich glaube, das ist 20 Cent. Das ist der billige Bruder von 50. Und sowas hört sich der Oppis also an hier. Pass mal auf, ich mach das mal eben aus. So, was immer er hier guckt. Ach, wieder irgendwelche Liebesschnulzen. Ach, Mensch. Transentraum für sie und ihn. Ah, schon vorbei. Schade. Jetzt dachte ich, können wir uns da mal ein bisschen reinschalten. Aber leider ist da nix los mit den Lümmel-Ladies. So, was haben wir denn hier in der Nachbarschaft überhaupt? Wo ist Schnucki? Ach, Schnuckis Arbeiten. Und hat 0 von 2 Falafel-Mahlzeiten abgeliefert. Naja, gut, dann ist ja auch halb so wild. Die wird schon irgendwie überleben. Bis wann muss die denn Spaß und Hunger? Muss sie langsam mal ein bisschen? Naja, gut. Dann soll sie mal... Wie kann denn Schnucki Spaß haben? Also ich wüsste da schon was. Ne? Verstehst du? Na, und? Kommst du drauf? Kommst du drauf? Natürlich. Aber leider haben wir kein Trampolin da. Mal gucken. Kunibert ist wieder wach. Und was wird Kunibert tun? Kunibert will ein Bild malen. Mal ausgerechnet nicht an der Gitarre klampfen. Oder soll ich ihn klampfen lassen? Ich weiß ja nicht. Nee, der muss jetzt erstmal ein bisschen malen. Wir brauchen ja wieder Kohle in der Kasse. Wir haben ja 107 Tacken. Das heißt, er muss den Pinsel schwingen. Und ob es... Wann muss man ob es eigentlich arbeiten? Ich habe bei dem jetzt noch gar nicht geguckt und nix. Oberstufendiplom, gelber Saphir. Stimmt, den hat er auch noch. Karriere... Freitags? Ah ne, das ist frei. Okay. Das heißt, er muss dann um 15 Uhr am nächsten Tag arbeiten. Naja, mal schauen. Mal gucken, was wir machen können. Kunibert indes weiß noch nicht so recht, mit sich anzufangen. Mal gucken, was können wir denn... Ach. Na, sieh mal einer an. Kunibert Schlömpel Paparazzi. Dann begrüßen wir den mal ganz freundschaftlich. Das ist ja unglaublich. Kommt hier einfach der Kunibert reingeschissen. Was hat er überhaupt für Verdienste? Verdiene Geld mit dem Verkauf eigener Kunstwerke. Ach so.